Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Boot oder U-Boat. Heute im TS der Marcel, den kennt ihr ja schon von anderen Spielen. Oder mit dem habe ich auch zusammen gezockt, der Marcel. Mhm. Vielleicht kommt der Hellscape später auch noch und vielleicht sogar der PvP, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Die wollen sehen, wie ich untergehe. So, bin ich unterwegs oder habe ich Stopp? Halbe Fahrt ist halbe Fahrt. Jetzt geht's los. Meistens fährst du ja so auf Karte, weißt schon. Wo bin ich denn hier jetzt überhaupt? Ich habe letztens da aufgehört, weil ich schlafen wollte. Oh, ich bin aber ganz schön weit draußen. Was ist der grüne Punkt da vor dir gewesen? Das ist hier, das da. Das ist ja die Weststeuerung. Also das ist so wie Westen. Schau her. Hier ist dann Westen, dann ist da oben irgendwo Norden oder weiter hinten. Komischerweise. Hier ist Nordatlantik. Das ist Nordatlantik der Punkt. Was haben wir noch? Ach so. Das ist, was heißt das? West. Es ist blöd, dass ich mir genau den West. Weststeuerung. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Westansteuerung. Jetzt konnte ich es lesen. Westansteuerung heißt es. Und das ist hier so deine Sicht. Jetzt bin ich oben, weißt du, fahre ich. Es ist die Sicht vom U-Boot, also die wo oben Ausschau halten. Und wenn du tauchst, hast du noch Hydrofon, dann hast du vom Periskop die Sicht und vom Hydrofon. Du hörst halt viel weiter im Schnorchelmodus, weißt du. So Schrauben und sowas, die du versenken musst. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wir legen mal Kurs. Und siehst oben links sind die verschiedenen Geschwindigkeiten. Da hast du mal 12, mal 48, mal 1800, mal 6500. Weil pass auf, wenn ich jetzt Stoff gebe auf 6000. Oha. Ja. Das sieht dann im Wasser wieder ganz anders aus. Hier, schau. Da kannst du, also vom Nahaufnahme kannst du nur mal 48, schau. Turbo! Yay! Jetzt hier Speedboat. So Heimfahrten und sowas, weißt du, das dauert sonst ewig, wenn du 20.000 Kilometer fahren musst. Und da oben, die rechte Leiste oben. Das erste hier ist die Batterie, das zweite der Diesel, das dritte, also von links, ist Sauerstoffgehalt, wenn du tauchst. Dann das mit dem Kreuz ist das Moral von der Mannschaft. Ansehen. Was ist das? Es sind 8 von 18 Männer im Dienst. Ja, die meisten, die pennen immer. Das sind voll die Verpenden. Hier ist Geld. Da kannst halt Maschine einstellen, da tauchen. Das weiß ich eigentlich gar nicht. Das ist Hauptruder. Kann man selber lenken wahrscheinlich. Naja. Oder kannst ja auch so dein Kurs setzen, indem du drückst, rechte Maustaste und dann loslässt. Kurs setzen. Und Shift halten, dann kannst du dir so einen Kurs, Zickzack-Kurs vorlegen, weißt schon. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Oh, warum macht er den jetzt nicht? Jawohl. Hä? Kurs auf diese Koordinaten. Was soll denn das, Mann? Jawohl. Normalerweise behält er den dann bei. Ich weiß jetzt nicht warum. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Fährt das Boot zu überhaupt? Befehl. Und dann kannst du natürlich auch ins Boot rein, weißt schon. Dass du ranzoomst mit der Maustaste. Psst. Kannst du hier Torpedoraum. Siehst du, der holt den. Warum holt er den jetzt raus? Dem ist langweilig, oder? Ein Kurzschlag. Du kannst auch in die Ego-Position gehen von denen. Kannst dann selber schauen, weißt schon. Okay. Kannst auch mit dem Bordgeschütz selber ballern auf die Schiffe. Wir sind schon so lange auf See. Ich halt's nicht mehr aus. Ja, das sagen die ganze Zeit, auch wenn sie nur einen Tag draußen sind. Wir müssen bloß oben links, das siehst du ja von der rechten Leiste, die Batterie ist nur zur Hälfte voll und wenn wir tauchen, brauchen wir schon eine volle Batterie und am besten ladest du die auf, indem es ein bisschen schneller fasst. Und wenn du in der Karte bist, dann wird die natürlich noch schneller voll. Warte mal, wie weit sind wir vom Ufer weg, weil hier unten sind Flugzeughangars und die sind total ätzend. Legen Sie den Kurs an!
So, fahren wir mal. Sehr wohl, Herr Kaloy. So. Zeit für eine Pause. Batterien voll. Und dann, schau, siehst du es? Pass auf. Jetzt gut, jetzt sind sie wieder in Pause gegangen. Jetzt, wenn es ziehst, die Sicht, das ist die Sichtweise, weil es nicht getaucht ist. Also auf Seerohrtiefe. Auf Seerohrtiefe gehen. Gehst auf See, jetzt geht die Sicht sofort weg, weil sie alle vom Turm runtergehen, weißt schon. Siehst ja, kurze dann Zeit. Dann sehen sie auch nicht mehr, ist ja klar. Ja, ja. Und dann hier der Kaloy, das ist hier so. Der geht ans Ziel, Dings da. Er hier, er pennt natürlich. Was ist jetzt? Heute spackt's ein bisschen, hä? Jetzt höre ich auch kein Klicken mehr. Ich glaube, ich muss nochmal das Spiel neu starten. Funktioniert. Den kann ich gar nicht. Warum nicht? Ja, heute spinnt's. Da muss er auch hochposten. Der Inji. Ne, der Inji ist blöd. Der Inji ist eher so Torpedo-Vorwärmer. Wechseln auf E-Motor! Auf Seerohrtiefe. Jetzt sind sie Seerohr. Wo ist denn der für. Ah, jetzt kann ich ihn wieder, aber ich kann mit ihm. Was ist denn heute wieder los? Aber siehst hier, es ist das Hydrophon, wenn sie am Horchposten sind. Er hier, der unten, der Wächter. Der horcht ins Blaue, dann kannst. Dann legst du dir irgendwie einen Kurs an. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Den du fährst, um irgendwie Schiffchen zu 7 Kilometer, ist ein bisschen wenig. Legen Sie den Kurs an. Zickzackkurs. Und dann fährt er den ab. Und unter Wasser hören die halt viel weiter, Schraubengeräusche und so. Hey, also Real Gaming. Hey, der Hearts Game, servus, moin moin, der ist ja auch wieder da. Nicht Hearts Game, Hearts Gamma. Hearts Gamma. Schöne Grüße, wie geht's? Auf Seerohrtiefe. Jetzt sind wir Seerohrtiefe. Hier siehst du es am tiefen Meter, siehst du es? 8 Meter ist Seerohrtiefe. Dann ist es eigentlich eher entspannt, bis du mal wieder das Schiff findest. Dann gibt's halt ein bisschen mehr Gas. Ne? Aber ich glaube, hier habe ich eins versenkt. Die werden hier keins mehr herschicken. Ich weiß nicht mehr, was ich das letzte Mal gemacht habe. Ja, selber geht's auch gut. Außer, dass ich morgen wieder arbeiten muss. Dann geht's mir nicht so gut. Aber ich muss noch 2 Tage, dann habe ich wieder frei. Schwer am Versenken. Grieser fährt genau den Stiefel ab, was du ihm vorgegeben hast. Und horcht und sieht in die See. Kannst du natürlich auch hier. Könntest jetzt auch hier an ihn gehen und selber, weißt schon, ein Looky Looky machen. Aber so Ego-Perspektive ist, glaube ich, noch zu heftig. Aber ist schon, das ist ja noch eine Early Access. Achso, ja, bist du in Kurzarbeit oder was? Hearts Gamer. Oder Hearts Gamma, warum sage ich schon wieder Gamer? Du kannst sogar auf den Lauschposten gehen dann. Ey, gehst du rein? Ne, das ist nicht der Lauschposten. Das ist er nun wieder. Wieso habe ich jetzt ihn erwischt? Ich wollte ja hier, ihn hier. Ey, willst du mich jetzt verarschen? Geht immer wieder auf den oberen. Jetzt komm hier. Herr Kaloy? Herr Kaloy? Ah, die musst anklicken, ja. Siehst du, hier kannst du es verstellen. Dass du irgendwelche Schraubengeräusche hörst. Aber ich wüsste gar nicht, wo die herkommen. Was ist das eigentlich? Kennen wir auch nicht aus, richtig. Wie geht Minus? Ah. Ich verstell die mal lieber nix. Herr Kaloy? Du bist halt mehr auf Karte unterwegs. Das ist halt so ein Simi, weißt du, ein Simulator. Hey Paul, servus, wie geht's? Schön, dass du da bist. Guten Tag, Herr Kaloy. Guten Tag, Herr Paul. schon das Deck gewienert?
Ah, übrigens im TS ist der Marcel, mit dem habe ich schon viel zusammen gezockt. Ein Kumpel. Harz Gamma ist falsch. Harz. Wie denn dann? Mir geht's auch gut, danke dir. Harz, da steht aber Harz Gamma. Oder Harz Gamma. Wie soll ich das denn aussprechen? Harz Gamma. Auf Habe ich doch Seerohrtiefe. gesagt, Harz Gamma. Harz Gamer. Ach, du meinst Gamer. Ja. Ach so, deswegen, da fehlt. Ja, gut, wenn du. Du hast aber Harz Gamma hingeschrieben. Also dein Name. Na gut, dann sei ich Harz Gamer. Harz Ja, Gamer, ist es ja auch. ha. Ja, Harz Gamer. Gamer. Du Ja, ja. akzentuierst ja ein A, nicht ein ER. Das ist ja fast wie Harz Neymar. Nee, passt schon. Okay, Harz Gamer. Ich sage einfach Harz Gamer. Passt das, oder? Also nicht Gamer, sondern Gamer. Gut. Mach ich so. Mir geht's jetzt noch gut, außer morgen in der Früh raus. Ja, früh. So um 11 muss ich in der Arbeit sein. Das geht schon. Oder nur Hazi. Hazi wäre cool, oder? Wenn ich das sagen darf. Servus, Hazi. Manchmal suchst halt auch ewig dieses Schiff, weißt du, dass irgendwann so Kriegsschiffe sind schwierig abzuballern mit den jetzigen Torpedos. Aber so, du bist ja hier, steht ja dort, ein Handelsschiff, sollst du wegnutzen. Natzen. Und hier im Westdings verdingst. Harzi, ich sag Harzi. Die meisten hier im Im West Dienst. im Dienst. Sonst, im Dienst. Guter Mann. Hier habe ich immer Schiffchen erwischt, aber jetzt gerade. Vielleicht sollte man Kurs auf diese Koordinaten einfach setzen. mal geraden Zu kursen. Befehl. Zu Befehl, Ackerleun. Mal ein bisschen schneller. So, jetzt fährt er den kompletten Kurs. Zickzack und gerade. Nee, du sollst nur den hier machen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Muss man mögen, das Spiel. Muss ich Kurs schon auf diese sagen. Koordinaten setzen. Aber du bist ja auch so ein Bestätigt. Simulator-Gamer, gell? Da, wo sind sie denn, die Guten? Ich brauche nur noch einen, dann habe ich die 7000 voll. Außer es ist ein ganz kleiner. Ja, der wird schon 2000 Tonnen haben. 1000. Sind ja gar nicht 2000. Sind 1112, oder? Ja. Nee. Doch. Auf Ich muss, Seerohrtiefe. der lauscht. Am Funk ist keiner. Er war normalerweise. Wo ist denn der Funker? Der pennt natürlich wieder. Der Ostermann. Aber dieser gute Mann, der hat schon viele Auszeichnungen, der Ostermann. Der Östermann. Der Örgen. Jürgen Östermann, hier wieder mal am Start. Hey, das ist wieder gar kein Schiff. Mein Glücksbringer ist nicht da. Der Hellgates. Ach, Paul, letztens habe ich dir gesagt, was noch gegangen, habe ich dir gesagt, wo wir zum Reden aufgehört haben, bin ich ins Bett gegangen. Dabei habe ich ja mit dir gar nicht geredet. Das war ja der Hellgates, mit dem ich im Discord war. Ich dachte, das wird mit dir verwechselt. Da ist noch gut gelaufen. Sobald der Hellgates da war und mir alles gesagt hat, wie das Spiel einigermaßen funktioniert, ist besser gelaufen. Haben wir schon mehrere Sachen ausgebaut. Batteriestufe 2, dann Hydrophonstufe 1. Und jetzt glaube ich, habe ich gerade keinen beim Forschen. Doch, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade einen beim Forschen habe. Weil du kannst ja auch Marcel Sachen erforschen fürs U-Boot, weißt du schon, bessere E-Motoren, dann Schnorchel und so Zeug und Panzerung und bessere Torpedos, das musst du halt aber erforschen. Aber jetzt gerade ist echt tote Hose, das kann ja nicht sein. Komm mal, gib mal Stoff hier. Wechseln auf Dieselmotor. Kurz auftauchen. Wieder Auf runter. Seerohrtiefe gehen. Der hört natürlich wieder nichts. Wechseln auf E-Motor. Hier habe ich immer ganz gut Auf erwischt, die Burschen. Aber die Seerohrtiefe. werden wahrscheinlich auch schlauer werden und hier nicht mehr rumfahren. Die Burschen.
die Burschen. Denn los, Herr! Der Führer will Erfolge! Was ist denn los? Wo sind sie denn? Vielleicht sollte doch ein bisschen näher an die Küste ran, hä? Island, aber die sind ja neutral. Scheißegal. Ja, keine Ahnung. Sprit haben wir eigentlich noch genug. Sollten wir mal hier ins Nordatlantik in die Richtung? Kurs setzen. Kurs setzen. Ei, ei, Herr Kaloy. Oder was ist hier oben? Hier oben ist Islande. Grönland. Dann kommt Kanada. Sollen wir mal die Amis beschießen? Die haben sie noch nicht eingetreten. Vielleicht treten sie dann früher ein in den Krieg. Wo bin ich denn jetzt? Hier oben. Oh, das ist wieder der Vorführeffekt. Jetzt kommt halt kein Schiff, nichts. Bewegen sich eigentlich die Ruder, wenn ich auftauche? Nee. Wie schaut's denn hier so aus? Luft geht runter. Hier ist zum Beispiel eine Lenzpumpe, das, weil du hast ja doch irgendwie immer Wassereinbruch durch Schnieten und Schiffsschrauben. Hm. Hier ist, schau, das Smoot hier, der ist am Kochen, der macht gerade lecker Essen. Naja, er kommt schon. Das Smoot hier. Das ist ein Schotte, das ist kein Deutscher. Schau mal den roten Bart an. Schottendicht. Hier ist der Dieselraum, sieht man ja, gell? Motoren. Aber die, normalerweise rattern die. Wieso rattern die nicht? Ich glaube, heute hätte ich nochmal laden sollen. Hier hast du die Pumpen fürs Auftauchen und Abtauchen, brauchst du immer volle Ballasttanks. Und wenn du die nicht hast, kannst du dann irgendwann nicht mehr auftauchen. Ein Hecktorpedo hat man. Normalerweise gerade hat er es angeschaltet gehabt. Da, das bewegt sich. Normalerweise ist das wie im richtigen, weißt du, du siehst die Ventile, wie sie arbeiten. Mhm. Komisch. Hier ist Wasser. Machen wir mal Lenzpumpe an. An die Station. Hier, das ist Höhen- und Tiefenruder, auftauchen. Funker, Horchposten. Der Hans-Jürgen schläft immer noch. Da ist ein Scheißhaus. Manchmal ist es offen, dann sieht man es. Und hier ist die Torpedo-Crew, die pennen hier oder Torpedos. Alle drin, aber nicht vorgewärmt, oder? Weil ich keinen Ingenieur da habe, warte mal. Warte mal, wer ist denn noch Ingenieur? Er hier. Wo ist denn der jetzt? Er hier. Kapitän? Welcher ist das? Ist der auch am Pennen oder was? Wo ist denn der jetzt? Ja, jetzt schaust du zu, gell, und dann passiert nichts. Hier. Du kannst ja in jeden in die Ego-Position gehen, den Chef, in alle, weißt schon. Oh, steh auf, fauler Hund. Boah, dreh dich mal. Ah, hier. So. Zu Befehl! Torpedo vorwärmen. Der kriegt jetzt noch Leute dazu, dann geht's schneller. Wenn die vorgewärmt sind, dann treffen die besser. Sonst versagen die meistens. Die Torpedos. Schön schrubben.
Der sagt immer Tanks anblasen, gell? Und ich habe immer verstanden, Hans anblasen. Und ich so, der Hans, der Anbläser, der muss immer hier ganz schön ran, die ganze Mannschaft. Und ich war nicht, Tanks anblasen. Warte mal, ich tauche auf, warte. Tanks anblasen! Hast du es gehört? Achso, das ist ja tot aus, gell? Ja. Ja, ja gut, dann hörst du es. Dann hast du es nicht gehört. Und ich hab immer verstanden, Hans anblasen! Denke, warum muss denn der Hans immer anblasen? Und ich dachte halt, der ist zuständig für die Ballasttanks, weißt du, dass er immer die einschalten muss. Dabei hat der gerufen, Tanks anblasen. Mann, wir brauchen endlich mal ein Schiff. Jetzt wird's langsam langweilig. Das ist ja kein Schiff. Das gibt es eigentlich gar nicht. Warte mal. Ich fahr mal Richtung Heimathafen und dann sind wir so weit weg. Legen Sie den Kurs an. Vielleicht kommt ja da bestätigt. Was. Bestätigt. Wobei, so weit weg sind wir gar nicht. So lange habe ich echt noch nie auf ein Schiff gewartet. Geh mal wieder hier Seerohr. Auf Seerohrtiefe gehen. Hört mal wenigstens was. Oder wir fahren in einen anderen Hafen, so mehr hier rauf. Legen Sie den Kurs an. Du bist ja mehr in der Nähe des Feindes. Warte mal, ein bisschen Turbo Totone. Zeit für eine Pause. Jo, jo. Geh, Runde Pause mal. Melde mich zum Dienst. Es ist aber auch keiner am Hochposten. Dann kann das ja auch nicht vor der Ostermann. Der pennt mir viel zu lange schon. Schwing dich jetzt, Ostermann. Dann hast du nämlich kein Hydrofon, dann findest du auch kein Boot. Komm, Ostermann, gib mir mal ein bisschen Gas. Jetzt hat. Wechseln auf Dieselmotor. Batterie wieder voll machen. Auf Seerohrtiefe gehen. Wechseln auf E-Motor. Oh, das gibt's doch nicht. Wo ist das jetzt? Das Schiffchen? Das kann doch nicht sein. Die wissen schon, dass ich da bin. Ich habe schon zu viele versenkt. Hellsgate, hi! Logisch, habt ihr doch geschrieben, komm ins TS mit den Daten. Der Marcelli Sato. Den habe ich erst fragen müssen. Das gehört nämlich dem. Dann soll er rinkommen, zieht ihn runter. Komm rüber, er zieht dich dann runter. Er zieht dich runter. Sodass dir so richtig scheiße bei uns geht. Ich muss bei dem Hochposten, aber er hat schon zwei Personen dabei. Warte mal, ich hab... User was moved to your channel. User. Herr Kaloy. Maschinist. Einen wunderschönen guten Abend. Servus. Abend. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Ja, viel zu laut. Ich muss dich, glaube ich, wieder leise machen. Den muss man immer leise machen, ob es Discord ist oder... Ja. Warte mal. Ich bin mir sicher, du kriegst das hin. Ich krieg das hin, klar. Der ist wirklich schweinelaut. Ja. Ja, der ist zum ersten Mal hier, den muss man erst einstellen. Also sei vorsichtig. Wo war das? Das erste Mal. Aber er ist der Hans. Hans anblasen. Wo ging denn das jetzt nochmal? Auf ihn anklicken, oder? Und dann rechtes... Ach, da Lautstärke anpassen. Okay. Ich kann bei ihm keine Lautstärke anpassen. Lautstärke anpassen. Ach, hier oben. Sag mal bla 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 bla. Von oben. Ja. Bla 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 bla. So ist gut. Marcel ist auch ein bisschen laut. Lautstärke anpassen. Sag mal was, Marcella. Warten. Na, ein bisschen mehr. Ich weiß, dass er gleich sagen wird, ein bisschen mehr. Zum Beispiel könnte man so sagen. Das sind so seine typischen Antworten. Was machst du? Was spielst du? Na, wie was war letztes wieder? So kurz. Du stellst öfter mal so eine blöde Frage. Ja, du gibst blöde Antworten, so sieht's aus. Oder blöde Fragen sind. Nee, das sind gute Fragen. Ja, Hellsgate, ich fahre hier rum und ich finde nichts zum Versenken. Ja, das ist manchmal so. Ich meine, der Ozean ist ja auch groß, ne? Da. Ja, ich darf nicht immer an dieselben Orte fahren, oder? Die wissen schon, dass ich da Stress mache. Also ich fahre jetzt gerade rauf Richtung
da Irland, England. Vielleicht mache ich mal einen großen Bogen rum und ziehe mich hier durch und dann. Boah. Es kommt nichts. Das ist, ich nehme auf jetzt gerade schon. Jetzt habe ich 25 Minuten aufgenommen, wie ich durch die hohe See durchschippe. Ja, ist auch schön, ne? Ja, also, mal ruhig ist doch. Ja, das schauen sich die Leute ganz sicher an. So, boah. Ja, das ist halt so ein Entspannungsstream, weißt du? Ach so. Heute passiert gar nichts. Also da muss ich dann auch noch so reden, so. Der Hans war wieder da. Er hatte angeblasen. Heute hier, relax time. Nicht versenken, nichts tun. Einfach nur im tiefen Meer entlang gleiten. Natürlich nicht ohne Hans. Ohne dem geht's nicht. Ohne Hans geht gar nichts. Nee. Ach, Menno, das ist ja. Das ist, soll ich das überhaupt. Das kann ich ja gar nicht hernehmen, das Video. Das ist ja. Auf Seerohrtiefe. Das muss ich dann einfach löschen. Warum? Ja, aber trotzdem nehmen. Ja, aber passiert ja nichts. Was wollen denn die? Was wollen denn die? Wollen ja, die schauen ja auch an, um zu schauen, was muss man wo machen. Ey, schau mal hin, da. Schreibst du einfach im Titel in dem Video passiert gar nichts, einfach das nächste anklicken. Relax-Video. Zum Beispiel der Schlaghans, der hat es glaube ich schon zum fünften Mal aufgewärmt, die Torpedorohre. Der läuft dann wieder hin, zieht's raus, schiebt's rein. Der fühlt sich da auch verarscht. Der schiebt gern was rein anscheinend, rein, raus. Aber wenn die Leute pennen, dann kannst du bei denen auch die Matrosen abziehen, weil haben die irgendwann keinen Bock mehr und dann sinkt die Moral. Okay. Ja, sind die zu blöde zu sehen, dass der pennt und ich kann mir das so richtig vorstellen, weißt? So, die stehen so vor seiner Kajüte, sie schauen ihm beim Schlafen zu zweit zu. So. Ja, der schläft, Disziplin sinkt. So, Schwachsinn eigentlich, gell? Die könnten doch, ja gut, das ist eine Early Access, das sagst du ja immer wieder, gell? Könnten ja, doch aber, selbst. Aber überleg mal, wird deine Laune nicht sinken, wenn du deinem Chef beim Schlafen zugucken musst? Also wirklich. Ja, aber ich würde ihm ja gar nicht zugucken. Ich meine, der Chef wird sich ja. Glaubst nicht, dass der. Ich könnte ja gar nicht schlafen, wenn einer vor meinem Bett steht und dauernd zuschaut. Ja, glaub mal, wenn du mit 18 Mann hier auf so einem Metallschlauch da lebst, oder geht das? Naja, ich weiß nicht. Ich meine, wenn der Hans dabei ist, der Anbläser, da kannst du bestimmt gut schlafen. Stagniert, ach komm, die halbe Stunde ist rum, ich hab nichts genannt. Das muss ich irgendwie, mein Gott. Da machen wir jetzt hier weg.